Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Ministerpräsident, zu wesentlichen Fragen heute haben Sie sich nicht geäußert. Sie haben sich heute nicht geäußert, welche Rolle Sie in diesem Konflikt gespielt haben. Und Sie haben uns bis heute nicht erklärt, warum wir zum Beispiel in den Akten, die wir einsehen konnten, nichts aus der Staatskanzlei finden. Es gibt einen Aktenordner, da befinden sich ein paar kleine Anfragen drin. Ja, was heißt das denn, Herr Laschet? Das können Sie uns heute ja erklären. Entweder bedeutet das, Sie haben sich aus allem rausgehalten, der zweite Rettungsweg für die armen Waldbesetzer, den macht da die Frau Scharrenbach und die Polizisten gegen jede Proteste aus den eigenen Reihen. Sie haben Proteste aus den eigenen Reihen gehabt, das macht Herr Reul und ich habe mit all dem nichts zu tun. Das wäre die eine Variante. Die zweite Variante, Sie haben mitentschieden, Herr Laschet, und das möchten wir von Ihnen heute hören. Haben Sie mitentschieden? Haben Sie diesen Polizeieinsatz mit abgesegnet? Haben Sie gewusst von dieser Gutachtervergabe? Haben Sie mitentschieden, dass hier RWE mit Ihrem Antrag durchkommt? Haben Sie mitentschieden, dass nicht geredet wird, sondern geräumt wird? Dann nehmen Sie bitte heute Stellung. Für beide Varianten, Herr Ministerpräsident, haben Sie Ihren Job nicht gemacht, denn für beides, in beiden Fällen, also ein Ministerpräsident hätte sich einmischen müssen zu eins, aus meiner Sicht, in einem dieser größten Konflikte, eines gesellschaftlichen Konflikte, der Symbol weltweit geworden ist. In der New York Times weiß man ja jetzt schon, wo der Hambacher Wald ist. In diesem Konflikt sich rauszuhalten, fahrlässig und verantwortungslos. Oder die Mitentscheidung wäre genauso fahrlässig gewesen, denn dann wären Sie mitverantwortlich für einen der, und ich sage es hier nochmal, jawohl, einen der unsinnigsten und unverhältnismäßigen Einsätze der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Und Herr Reul, und die dritte Frage, die sich anschließt, halten Sie noch an diesem Innenminister fest, der bis heute daran festhält, dass die Räumung auch ohne Rodungsauf Antrag von RWE, dass diese Räumung damals verhältnismäßig richtig und in Ordnung war. Herr Minister, Sie sollten hier heute auch mal etwas kritisch reflektieren, ob es nicht damals vielleicht doch besser gewesen wäre, den Aufruf der Polizistinnen und Polizisten. Ich habe mit denen geredet. Es war der Bund Deutscher Kriminalbeamter und es war die GdP. Und der Organisationsgrad beider Gewerkschaften ist sehr hoch. Und beide Gewerkschaften haben Ihnen gesagt, dieser Einsatz ist unverhältnismäßig. Er ist unverhältnismäßig, weil er die Sicherheit in unserem Land gefährdet. Sie haben die Bereitschaftspolizei aus den Kriminalitätsbrennpunkten abgezogen. Und Sie haben auf den Rücken der Polizistinnen und Polizisten hier eine Machtdemonstration von RWE unterstützt. Und das ist nicht Aufgabe der Polizei in NRW. Die Entschuldigung haben wir mehrfach gefordert. Auch dies hätten Sie heute. Sie haben eine Chance vertan, sich für diesen unsinnigen Einsatz zu entschuldigen. Und Herr Ministerpräsident, Sie haben eine Chance vertan, hier für Klarheit zu sorgen, welche Rolle Sie hier gespielt haben. Tauchen Sie nicht ab, erklären Sie sich.